Mein Großvater hat bei dem Urgroßvater die Lehre gemacht und hat dann eben halt den Betrieb übernommen. Und seit 1930 sind wir hier an diesem Standort. Mein Großvater hat viele Entwicklungen gemacht, hat Patente gemacht. Es war ein richtiger bergischer Tüftler. In seine Fußstapfen ist dann mein Onkel, der Franz Güte, getreten. Und in dessen Nachfolge bin ich schon seit 35 Jahren jetzt hier in der Firma. Und es macht mir nach wie vor viel Spaß. Ich möchte hier zwei Innovationen der Firma Güde erklären, zwei von vielen. Dieses hier ist ein Messer mit dem berühmten Güde-Wellenschliff, einem speziellen Wellenschliff mit spitzen Zähnen, der vor 70 Jahren erfunden wurde. Dieses Messer ist besonders geeignet zum Schneiden von großen Broten und ist ein ultimatives Brotmesser. Eine weitere Innovation ist die Entwicklung der Serie Syncros, die sich dadurch auszeichnet, dass der Übergang von Griff zur Klinge fließend ist. Dadurch ist man in der Lage, verschiedene Griffarten zu nehmen, den herkömmlichen Griff, den Übergriff oder eben noch weiter nach vorne auf der Klinge. So schneiden eben professionelle Köche. Diese Innovation ist ganz neu und wird 2019 auf den Markt gebracht. Messer müssen regelmäßig nachgeschärft werden, damit man auch im Laufe der Zeit Freude beim Schneiden hat. Dazu benutzt man am besten einen Whetstahl. Der Whetstahl ist wie eine File und er feilt ein wenig Material von der Klinge. Es ist alles gar nicht schwer, man muss sich nur merken, einen Winkel von 15 Grad. Und mit diesem Winkel von 15 Grad zieht man das Messer von rechts und links über den Whetstahl. Und zwar gegen die Schneide. Diesen Vorgang wiederholt man etwa 10 Mal und schon schneidet das Messer wieder wie neu.